Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Es ist was faul in Deutschland und Europa. Viele Bürger spüren das. Seit der Finanzkrise ist die westliche Welt nicht mehr dieselbe, allerdings weniger wegen der Finanzkrise, sondern infolge des Staatsversagens im Anschluss und im Vorfeld. Die tieferen Ursachen reichen nämlich weiter zurück. Der deutsche Reformstau hat sich mit der alles überdeckenden Migrationskrise endgültig zu einer Reformsklerose verhärtet. Welcher Partei trauen Sie ernsthaft strukturelle Reformen zum Guten zu? Die Kalamitäten der undemokratischen EU sind ebenfalls altbekannt. Welche politische Absurdität scheint heute noch unmöglich? Schon ein Blick auf das politische Personal durfte das eine oder andere Schütteln auslösen. Nicht nur des Kopfes. Mit diesem Zitat unseres Referenten möchte ich natürlich auch Michael von Prolius ganz, ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Ich habe dieses Zitat von Michael von Prolius Blog ausgewählt, weil es eins der aktuelleren ist und weil es auf das heutige Thema hinweist, vom Niedergang der Demokratie für einen freiheitlichen Staat. Hier ist schon vieles gesagt worden, aber es wird natürlich auch noch mehr kommen und Herr von Prolius wird das in aller Tiefe ausführen. Aber zunächst möchte ich für diejenigen, die ihn nicht kennen, ihn einmal kurz vorstellen, bevor er dann selbst das Wort ergreifen darf. Michael von Prolius wurde 1969 in Hamburg geboren. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Geschichte an der Universität Bayreuth und der Freien Universität Berlin. Er ist sowohl Diplomkaufmann als auch Magister und wurde 2001 auch an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über das Wirtschaftssystem der Nationalsozialisten zum Dr. Phil promoviert. Er ist assoziiert und engagiert in einer ganzen Reihe von Organisationen, von denen ich nur einige nennen möchte. Das Institut für Unternehmerische Freiheit, das Liberale Institut in Zürich und natürlich die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Er ist Autor zahlreicher Bücher, von denen wir auch vorne einige ausliegen haben, die Sie gegen eine kleine Spende für die Bibliothek auch mitnehmen können. Von den Büchern möchte ich jetzt für den heutigen Abend und das Thema nur einige erwähnen. Zum einen die Pervertierung der Marktwirtschaft, der Weg in die Staatswirtschaft und zurück zur sozialen Marktwirtschaft von 2009. Die Euromisere, Essays zur Staatsschuldenkrise von 2011 und Auf der Suche nach einer neuen Ordnung, das 2014 erschien. Sein aktuellstes Buch Freiheitsliebe, ein Querdenker-ABC, sei jedem anempfohlen, der Aphorismen mag. Er wird darin als Konservativer oder als Liberaler viel, viel Gefallen finden. Und das Schöne ist, es kommt auch optisch in der Form der Erträge, wie wir sie herausgeben, heraus. Aber man verwechselt sie nicht, denn dieses wunderbare schwarze Bändchen ziert natürlich das Wappen derer von Prolius. Herr von Prolius ist auch Gründer der Internetplattform Forum Ordnungspolitik, die dann 2015 zum Forum Freie Gesellschaft wurde. Auf diesem Forum war auch immer der Blog von Michael von Prolius zu lesen. Jetzt neuerdings gibt es diesen Blog aber auf einer eigenen Webseite, und zwar diebucht.rocks. Von da habe ich auch das eingangs erwähnte Zitat entnommen, das uns schon einen kleinen Hinweis gegeben hat auf das, was uns heute erwartet. Und nun werden wir Negatives vom Niedergang der Demokratie, aber, und das ist das Schöne an unserem heutigen Treffen, auch Positives, nämlich Ideen für einen freiheitlichen Staat hören. Und damit möchte ich ihn jetzt hier am Mikrofon begrüßen. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Michael von Prolius. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Gutschow. Schön, dass es geklappt hat. Sie wollten mich ja hierher bringen. Ich freue mich sehr, dass ich meine Gedanken Ihnen mitteilen kann. Für eine perfekte Einleitung möchte ich mich bedanken, für Ihr Interesse auch. Ich kann Ihnen einige Überlegungen anbieten, keine abgeschlossene Theorien, aber eine ganze Menge Dinge, die zum Nachdenken anregen. Und viel wichtiger als nur lesen ist der großen Denkern zufolge, unter anderem dem amerikanischen Publizisten Henry Hazlitt, das Nachdenken über das Gelesene. Also wer eine Stunde etwas gehört hat, der sollte mindestens eine Stunde darüber diskutieren. Das können wir ja hier tun, oder eine Stunde selber darüber nachdenken. Worum geht es heute? Es geht im Grunde genommen um zwei alternative Modelle.
Das erste Modell heißt, der Gewinner kriegt alles. Und das zweite Modell ist, die Bürger bestimmen mehr selbst ihre Geschicke durch einen verringerten Staatseinfluss. Was ich Ihnen anbieten kann, ist ein Vortrag oder Ausführung zu zwei Teilen. Das erste ist, was ist der Staat? Da sind auch einige kritische Bemerkungen drin zu finden. Und der zweite Teil sind Reformansätze für einen freiheitlichen Staat. Das ist für einige von Ihnen möglicherweise gespickt mit bekannten Überlegungen, für andere etwas Neues. Diejenigen, die sich mit den sehr freiheitlichen Gedanken nicht auskennen, bitte ich um etwas Offenheit und freue mich über Ihr Interesse, dass Sie da sind. Grundlage dieser Ideen, wenn ich die auch nicht eins zu eins von Ihnen übernommen habe, sind die europäischen Denker der Aufklärung. Darunter so namhafte Menschen wie Kant oder Benjamin Constant, Wilhelm von Humboldt, Adam Smith, Tocqueville, aber auch ein Schweizer Gemeindevertreter oder Vertreter der Gemeindefreiheit, Adolf Gasser, die bekannten Röpke, Hayek und Mises. Einige werde ich erwähnen und ich habe mir überlegt, dass ich möglicherweise auf der Tafel so ein paar wichtige Meilensteine aufschreibe. Das können dann Impulse auch für weitergehende Literatur sein. Kommen wir zum Befund und zur Diagnose, um es medizinisch zu beschreiben. Der Einstieg ist relativ leicht. Nie ging es uns so gut wie heute. Die Wohlstandsentwicklung eilt seit der Aufklärung, seit Industrialisierung und mit der Globalisierung, wir erleben ja heute die zweite Globalisierung, von einem Rekord zum anderen. In einem langfristigen Trend haben selbst die Weltkriege diese Entwicklung nur unterbrochen. Zugleich erscheinen allerdings heute in Deutschland und in Europa Wirtschaft und Gesellschaft krank zu sein. Zumindest gibt es ein wachsendes Unbehagen und feinfühlige Menschen spüren, dass viele Dinge im Argen liegen. Der jahrhundertumfassende Trend scheint heute eigentümlich verformt zu sein. Ich denke, die Symptome kennen Sie alle. Ich möchte anführen die Elitenkritik, die vor allen Dingen Politiker und Medienschaffende trifft, zunehmend vehementer geäußert wird. Weniger derzeit, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, Manager trifft und praktisch gar nicht hochrangige Bürokraten und Intellektuelle. Hinzu kommen Populismusvorwürfe und eine Veränderung des Parteiensystems weg von den früheren Volksparteien. Derzeit noch ohne erkennbar verfestigte, weitreichende inhaltliche Alternative. Das ist natürlich mal eine Frage des Standpunkts. Und inzwischen viel weniger thematisiert, aber bis zur Finanzkrise das große, überragende Dauerbrennerthema, nämlich Reformen, weitreichende Reformen. Und zwar insbesondere der sozialen Sicherungssysteme. Ich hatte zu Hause nach der Finanzkrise, nachdem die abgeschwollen war, mal einen Stapel aufgeräumt. Der war ungefähr so hoch mit Zeitungsartikeln, die ich aufgehoben hatte. Und die beschäftigten sich alle mit dem Thema Reformen der sozialen Sicherungssysteme. Was hierbei durchscheint, ist eine wiederholt geäußerte, aber nach meinem Eindruck nicht ausgeprägte und kaum diskutierte Unfähigkeit oder mangelnde Fähigkeit des Staates, aktuelle Herausforderungen zu bewältigen. Bei der Massenmigration ist das ein großes Thema. Bei der Sicherheit, wenn Sie es so ganz plakativ haben wollen mit dem Stichwort Schrottarmee, kommt es immer mal wieder in die Schlagzeilen. Die wachsende Krise von EU- und Eurosystem sind auch drin. Infrastruktur wird auch benannt, aber es kommt nicht zu einer wirklichen Debatte darüber, ob das tiefere Ursachen eigentlich hat. Und in diese Richtung möchte ich heute meine Überlegungen entwickeln. Denn nach meinem Eindruck gibt es zwei Komponenten, die stärker diskutiert werden sollte. Nämlich das Führungspersonal und die Art und Weise der Organisation von Politik, teilweise auch von Wirtschaft und Gesellschaft und erheblicher Teile der Medien offenbar nicht in der Lage ist, entweder die Probleme zu lösen oder aber sie auch nur adäquat zu benennen. Vor diesem Hintergrund, und das tun einige Publikationen in den USA, ist die Diskussion schon etwas weiter, ist von einer Krise des Westens die Rede und von einer Krise der liberalen Gesellschaftsordnung.
Nach diesem Befund und der Diagnose kommen wir zur Anamnese. Wir erleben im Westen eine schleichende und inzwischen könnte man sagen trabende Pervertierung von Demokratie, Recht und Marktwirtschaft. Von all diesen drei Bereichen, die eng miteinander zusammenhängen. Drei möchte ich eingangs hervorheben. Die Aushöhlung der nationalen Souveränität. Rechtsbefugnisse werden an nicht legitimierte, supranationale Einrichtungen übertragen und die verfolgen eigene Interessen und Politiker spielen dabei gern über Bande. Die zweite Komponente ist etwas schwieriger zu fassen. Man könnte sie mit der Bildung eines Staats im Staate beschreiben. Das wäre aber ein bisschen viel, weil es eine institutionelle Verfestigung andeuten würde, die in dieser Form nicht so trägt. Es sei denn, wenn Sie mit Hans-Herbert von Arnim darauf gucken und sagen, dass es sich um eine Usurpation des Staates durch Parteien handelt. Und drittens die Pervertierung von Recht und Marktwirtschaft. Pervertierung heißt umkehren, also ins Gegenteil verkehren, sodass aus Recht soziales Recht und auch Unrecht wird. Und aus Marktwirtschaft bürokratische und korporatistische Wirtschaft. Und ich denke, am stärksten diskutiert ist die Pervertierung bei der Europolitik. Und ich habe über diese Veränderungsprozesse mit der sozialen Marktwirtschaft ja auch, wie eingangs erwähnt, mich befasst. Ein Zitat: Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Dieses Zitat ist aktuell, aber nicht ganz aktuell, denn es stammt aus dem Jahr 2001 und es stammt von dem gerade erwähnten Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim. Sie können aber auch, und ich werde darauf zurückkommen, noch weiter zurückgehen, um auf die Krise der Demokratie hinzuweisen. Ich denke, dass ein Verfall konsequenten liberalen Denkens und, so sei an diesem Ort hinzugefügt, das Fehlen einer echten konservativen politischen Gruppierung zu den Problemen und zu möglicherweise risikoreichen Entwicklungen beiträgt. Ich habe aber in dem Eingangsgespräch mit Herrn Gutschow erfahren, wie vielseitig dieser Ort, diese schöne Forschungs- und Bildungsstätte ist und dass hier im Grunde genommen vorbildlich Demokratie gelebt wird, weil so unterschiedliche politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Ansichten dargestellt und diskutiert werden, kritisch, kontrovers, aufgeschlossen. Man möchte sich wünschen, dass das in dem öffentlichen Diskurs auch der Fall ist. Sie werden sich vermutlich fragen, wer für diese grob angerissenen Entwicklungen verantwortlich ist. Und meine These lautet: Jedermann, Politiker, Medien, Bürokraten und nicht zuletzt wir Bürger, wir alle, die hier sitzen. Das können wir im Anschluss gerne noch ausführlicher diskutieren. Zugleich ist das zwar eine besorgniserregende Entwicklung, aber nicht gleichbedeutend mit dem Scheitern der offenen Gesellschaft. Der Untergang des Abendlandes steht meines Erachtens keineswegs bevor. Die Entwicklungen sind selbstgemacht. Sie sind keineswegs so verfestigt, als dass es keine Möglichkeit zur Umkehr gäbe. Allerdings, wenn Sie einer Beurteilung folgen möchten, dass wir uns in einer Sackgasse befinden, dann hilft beim Steckenbleiben in der Sackgasse eben nur umkehren. Und dazu möchte ich einige Vorschläge machen. Der erste Teil: Was ist der Staat? Unter Staat verstehen wir, das wissen Sie, in deutscher Sprache zumindest zwei oder mindestens zwei unterschiedliche Dinge. Einerseits eine souveräne Nation und andererseits ein Organ dieser Nation. In politikökonomischer Perspektive handelt es sich um eine Institution oder um ein Geflecht von Institutionen. Eine souveräne Nation zeichnet sich aus durch Einheit von Gebiet, Bevölkerung und Rechtsordnung, die von den Bürgern selbst bestimmt wird und sich so von anderen Nationen abgrenzt. Und zur Verwaltung der öffentlichen Aufgaben werden dann Einrichtungen geschaffen, die ebenfalls unter dem Begriff Staat zusammengefasst werden. Dazu gehören vor allen Dingen die Regierung und das Parlament, das Rechtswesen, die Sicherheitskräfte, vor allem Polizei und Streitkräfte, ferner die Bürokratie, die öffentliche Güter bewirtschaftet und verwaltet, sowie staatliche Regeln ausarbeitet und deren Einhaltung überwacht. Um die beiden Sphären zu unterscheiden, ist es sinnvoll, Nation und Staat begrifflich und inhaltlich voneinander zu trennen. Und wenn wir von Staat reden, dann ist das zunächst mal eine sehr abstrakte Bezeichnung, ein Kollektivbegriff. Denn der Staat oder der Staatsapparat setzt sich aus vielen tausend Menschen zusammen. Wenn wir uns den Staat mit seinen vielen tausend Menschen also mal genauer anschauen,
dann fällt auf, dass der Staat im engeren Sinne verschiedene Aufgaben und Funktionen wahrnimmt und in Gewalten zergliedert werden kann. Sie kennen das alle, Legislative, Exekutive und Judikative als die drei Gewalten, und häufig wird die vierte Gewalt noch hinzugefügt, nämlich die Medien. Medien haben aber natürlich keinen Verfassungsrang, aber sie spielen eine wichtige Rolle in dem, was Politikwissenschaftler unterscheiden. Auf der einen Seite die realpolitische Situation und auf der anderen Seite die konstruktivistische, die konstruierte, die von uns allen aber wahrgenommene Welt, so wie wir sie denken und erleben, und die einen erheblichen Einfluss ausübt, auch auf die Realpolitik und umgekehrt. Der Staat ist aber nicht nur funktionell gegliedert, sondern auch in Ebenen aufgeteilt. Auf der untersten Ebene sind die Kommunen, das sind die selbstständigen Gemeinden und Städte mit ihren Grundeigentümern, die in territorialen Einheiten, in Gemarkungen, die einwohnenden Bürger zur Bürgerschaft und zur Wählerschaft zusammenfassen und auch die ansässigen Steuerzahler dort registriert sind. Die Vereinigung der Kommunen bilden dann Länder aus, das waren ursprünglich souveräne Nationen, die heutzutage weitgehend einflusslos sind. Ich war letzte Woche Freitag auf einem Kolloquium in Bonn, und dort sagten Politikwissenschaftler durchaus nicht flapsig, dass sich die Frage stellt, ob man die Länder eigentlich überhaupt noch brauche angesichts des Zentralisierungsprozesses und der geringen Aufgaben, über die sie noch verfügen, über die geringen Kompetenzen, die sie noch haben. Wir haben also diese drei Ebenen, Kommune, Land und Bund. Und dann gibt es natürlich noch Verwaltungseinheiten wie Landkreise und Regierungsbezirke. Aber es geht um diese drei Einheiten. In diesen drei Einheiten gibt es jeweils die Gewaltenteilung. Allerdings gibt es eben seit langer Zeit einen Zentralisierungsprozess, der sich immer weiter hin zum Bund verschoben hat und jetzt auch die EU begünstigt. Wenn wir auf die Legislative schauen, dann haben wir in Deutschland ein Zweikammersystem. Allerdings hat nur eine von den Kammern wirklich weitreichende Befugnisse. Der Bundestag ist der Ort, an dem sich die größte Macht, die staatliche Macht, konzentriert. Und das Problem ist, dass hier Exekutive und Legislative nicht wirklich strikt getrennt sind, sondern sich vermischen. Ein Teil der Exekutive geht aus der Legislative hervor. Die Exekutive übt Druck auf die Legislative aus, insbesondere bei den Parteien, wo sie mit dem Stichwort Parteisoldaten die Einigung bei Abstimmungen beispielsweise hervorrufen, bei dem Ämtervergabe, Postenvergabe durch Stromlinienförmigkeit oder Zugehörigkeit zu den Parteien und ihrem Kurs und nicht nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Das ist meist dann nur in ethischen Diskussionen der Fall, wo dann diese Abstimmungsausnahmen von der Parteilinie ermöglicht werden. Auch die Judikative ist durch das Richterwahlverfahren an die Exekutive gebunden. Also da haben wir schon mal eine problematische Vermischung. Dann gibt es ein zweites Problem, und das ist die Vertretung des Gemeinwohls. Man könnte sagen, dass das Eintreten für das Gemeinwohl von den Volksvertretern, pauschal jetzt gesagt, einer klassischen edlen Lüge gleicht. Wer glaubt, dass die gewählten Vertreter allein und dominierend das Gemeinwohl vertreten, der glaubt vermutlich auch, dass Könige von Gott eingesetzt werden. Natürlich vertreten Politiker wie alle anderen Menschen zuerst und zunächst ihre eigenen und persönlichen Interessen. Und es gibt dazu seit den 50er Jahren umfangreiche Forschungsarbeiten, die unter dem Namen der Public-Choice-Theorie zusammengefasst werden und die zahlreiche Preisträger für den Nobelpreis auch hervorgebracht haben. Die Exekutive, das ist der Bereich, in dem stets die Handlungen das Verhältnis Staat-Bürger betreffen. Die Regierung, die öffentliche Verwaltung, die Staatsbürokratie sind die wesentlichen Bestandteile der Exekutive auf allen drei Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Und die Exekutive hat begrenzte normsetzende Befugnisse, Rechts- und Verwaltungsanordnungen gehören dazu, die zwar keinen Gesetzesstatus haben, aber sehr lenkungswirksam sind. Und hinzu kommt natürlich die Exekutive der EU, die ebenfalls erhebliche Wirkung entfaltet. Formal ist die Macht in Deutschland föderal getrennt, aber die Alleinentscheidungsbefugnisse der Länder, ich habe es bereits angesprochen, sind im Wesentlichen auf ihre Verwaltungstätigkeiten, das heißt so Finanzämter, teilweise Bildungssysteme, das erodiert aber auch, und ferner Polizei und Verfassungsschutz, auch da gibt es Zentralisierungstendenzen beschränkt. Und die maßgeblichen öffentlichen Belange werden von der Bundesregierung gelenkt. Denken Sie an auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Einwanderung, Währung, Waren- und Luftverkehr, Eisenbahn, Infrastrukturbelange,
eine ganze Reihe darunter. Post- und Telekommunikation, Beamtenrecht, Urheberrecht, Bundeskriminalamt, Statistik für Bundeszwecke, Haushalt und Finanzen. Bei der Position ist der Bund regelmäßig in der stärkeren Position, gerade was die Verteilung der Steuereinnahmen angeht. Also die Bundesregierung ist die Machtzentrale. Und durch die Steuerhoheit des Bundes und des geringen Umfangs an Gemeindesteuern sind die unteren Ebenen erheblich abhängig von den Finanzzuweisungen des Bundes. Der Bundesfinanzminister hat das klassische Schlüsselressort unter sich. Und hinzu kommen zahlreiche Verflechtungen. Also das Problem ist nicht nur, dass es Zuweisungen gibt. Und Sie könnten ja dann mit den Zuweisungen dann Ihre eigenen kommunalen oder Ländergeschicke gestalten, sondern es gibt zahlreiche Verflechtungen. Das heißt, es gibt eine Teilfinanzierung durch die Länder oder durch die Gemeinden und dann kommt aber eine Kofinanzierung mit rein, also durch den Bund oder durch die EU, sodass sie kaum noch die Möglichkeit haben, ihre Finanzen eigenverantwortlich einzusetzen. Zur Judikative. Die Judikative, also die richterliche Gewalt, die wichtigsten Protagonisten sind die Richter, die aber von der Exekutive berufen werden können. Die Wahlvorschläge für hohe Richter gehören zum Vorrecht von Ministern. Die Rechtsprechung ist an Gesetz und Recht gebunden. Aber auch hier, und das ist eine interessante Diskussion, gerade wenn angelsächsische Vertreter unter uns wären, das Gesetz ist nicht identisch mit dem Recht. Gesetze sind das Ergebnis der Beschlüsse der Legislative. Und das Recht ist der Ausdruck von Konventionen. Und Konventionen gehen aus der rechten Kooperation von Individuen hervor. Gesetze sind häufig, nicht immer, Ausdruck bürokratischer und parteipolitischer Logik und eines entsprechenden Karrierestrebens auch. Und das steht nicht zwangsläufig im Einklang mit dem, was das rechte oder gerechte Verhalten von Bürgern ist. Die Judikative soll unabhängig sein. Der Europäische Gerichtshof, aber um ein Beispiel zu nehmen, versteht sich als Motor der europäischen Integration. Also dort können Sie nicht erwarten, dass Sie als Kritiker auf eine unvoreingenommene Institution treffen. Und wenn Sie vor Gericht sind und eine Auseinandersetzung mit dem Staat haben, dann sehen Sie sich einem staatlich ausgebildeten, ausgewählten Richter und einem Staatsanwalt gegenüber. Das haben Sie also als Bürger eine etwas Schieflage, zumindest von der strukturellen Situation her. Wenn Sie einen neutralen, kritischen Staatsanwalt haben oder einen neutralen, kritischen Richter, schön, aber das ist kein sozusagen austariertes Feld. Ja, auf der Sonderebene der EU, da haben wir die Problematik, die ich hier nur antippen möchte, dass das ein Konstrukt sui generis ist und sich in Richtung einer staatenübergreifenden zentralen Führung entwickelt. Der Europäische Gerichtshof wird zwar als oberste Instanz angerufen, verfolgt aber eben auch eine eigene fachlich, inhaltlich, ideologische Richtung. Die Europäische Zentralbank ist mit dem Euro-Währungsverbund so eine Art Nebenregierung. Es gibt noch weitere Foren, die ebenfalls bei dem Thema Staat eine Rolle spielen. G7-Forum beispielsweise, Internationaler Währungsfonds, Internationale Klimakonferenz. Also auch hier werden Absprachen getätigt und getroffen, die keineswegs Ausdruck sozusagen eines souveränen Bürgerwillens sind, sondern ganz anderen Bedingungen, Herausforderungen und vielleicht auch Zwängen unterliegen. Ich komme nun zu einem Thema, über das man einen eigenen Vortrag halten könnte. Ich werde das nur antippen. Es geht um die Bürokratie. Und ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, Ludwig von Mises zu lesen. Ludwig von Mises, Bürokratie, 1944 erschienen, ist für mich die kompakteste Darstellung, die man zweimal lesen sollte, um zu verstehen, wie grundsätzlich die Bürokratie funktioniert, arbeitet und sich von einer freien Gesellschaft unterscheidet, von einer Marktwirtschaft unterscheidet und von der freien Kooperation der Bürger unterscheidet. Welche eigene Logik sie hat, dass die Herrschaft des Büros eine ganz andere Funktionsweise, ganz andere Interessen mit sich bringt, als das bei dem freien Austausch und der freiwilligen Kooperation von Menschen der Fall ist. Und Sie finden diese Herrschaft des Büros, die Bürokratie, auf allen Ebenen. Bund, Länder, Gemeinden. Sie finden das bei der EU. Sie finden das bei internationalen Organisationen, auch bei Verteidigungsorganisationen wie der NATO.
Die Angehörigen der Bürokratie sind überwiegend Beamte und öffentliche Angestellte. Die haben wiederum ein, insbesondere bei den Amten, ein eigenes Recht, dem sie unterliegen. Die Funktionsweise der Bürokratie zeichnet sich dadurch aus, dass Vorschriften erlassen werden und sich das Handeln der Menschen an den Vorschriften messen lässt und daran gemessen wird. Das heißt, es geht darum, diese Vorschriften einzuhalten. Und wenn Sie Karriere machen wollen, sind Sie sowohl bei der Karriere als auch bei Ihren Entscheidungen stets von dem Verhältnis zum Vorgesetzten abhängig. Anders als in der Wirtschaft gibt es keinen objektiven Maßstab für die Erbringung der Leistungen. In der Wirtschaft haben Sie Preise. Und über die Preise stellen Sie hinterher fest, ob Sie erfolgreich gewirtschaftet haben, ja oder nein. In der Bürokratie gibt es das nicht und kann es das auch nicht geben. Da kann man den Bürokraten keinen Vorwurf machen. Und die Problematik ist, dass Sie keinen richtigen objektiven Maßstab haben. Und deshalb wäre das Einhalten der Regeln zum Ersatzmaßstab. Und das kann eben zu Entwicklungen führen, die als Bürokratismus bekannt sind und mit denen Sie alle schon einmal zu tun gehabt haben. Wenn Sie sich anschauen, wie die Bürokratie zustande gekommen ist und insbesondere der Typus des Beamten entstanden ist, dann ist er eine zentrale Figur des Polizeistaats des 18. und 19. Jahrhunderts. Und dort hieß es, dass er nicht entgolten werden soll, sondern dass er eine Unterstützungsleistung für alle Staatsbürger erbringt, die aus dem Steueraufkommen alimentiert wird. Und weil der Staat keine Unterbrechung der Arbeitsleistung duldet, hat der Beamte dann seine Arbeitskraft ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung zu stellen. Der Beamte soll gleichsam eine ehrenvolle Aufgabe wahrnehmen, mit seinen fachlichen Detailkenntnissen den Bürger dienen und als bester Garant richtiger Entscheidungen der optimale Repräsentant des Volkes sein. Wenn Sie sich das anhören, das sind ernst gemeinte Erklärungen, dann klingt das heute bei individuellen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch wenn Sie ein Stück zurücktreten, nach der Stilisierung von Menschen zu Übermenschen und passt gar nicht so sehr zu manchen Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass Bürokraten nicht tolle Leistungen erbringen. Viele von ihnen verfügen über eine ausgezeichnete fachliche Expertise. Wenn sie sich durch Neutralität und Regelbindung, durch gute Arbeitsteilung und Professionalität auszeichnen, dann ist es möglich, dass sie sehr rational und effizient Probleme behandeln, erfassen und vielleicht auch lösen können. Allerdings, auch das wissen wir, schafft sich die Bürokratie ihre eigene Welt. Sie genügt sich bekanntlich selbst und neigt zur Ausdehnung. Und in der heutigen Welt fällt auf, wie sehr die Bürokratie einen Wettbewerbsnachteil hat. Und zwar deshalb, weil die Welt schneller geworden ist und zum Teil nicht nur schneller, sondern auch auf viel mehr Wissen in verstreuten Netzwerken von Menschen, die zusammenarbeiten, setzt. Und die Bürokratie ist kein Netzwerk, sondern eine hierarchisch gegliederte Organisation mit funktionaler Arbeitsteilung. Und da haben Sie es dann in solchen Bürokratien natürlich sehr schwer, bei Problemlösungen diesen Netzwerken mitzuhalten. Es sei denn, sie schaffen sich ihr eigenes erfolgreiches Netzwerk dort drin. Die Bürokratie nährt die Bürokratie. Sie schafft sich ihre eigene Legitimation und Spielregeln, darunter auch das Beamtenrecht. Es gibt keinen Wettbewerb zur Bürokratie. Und sie handelt natürlich stets auf Kosten anderer, während Unternehmen und Selbstständige Steuerzahler sind. Die Ausdehnung und Verfestigung der Bürokratie, und das ist ein wichtiger Punkt, geht stets Hand in Hand mit der Verringerung der Handlungsspielräume der Bürger. Regulierung kann ein Karrierebaustein sein. Und wenn man das ad absurdum treibt, dann wäre die unbeschränkte Bürokratie eine vollständige Verstaatlichung unseres Lebens. Die Entwicklung dieser bürokratischen Ideologie mit ihrem Sicherheitsdenken und ihren angenehmen Angeboten durchdringt inzwischen erhebliche Teile der Gesellschaft. Umfragen zufolge will die Generation Y am liebsten beim Staat arbeiten. Und Sie können sich mal fragen, was für ein Modell der Beamtenstaat ist und was für ein Modell die freie Gesellschaft ist und wie diese beiden Modelle sich zueinander verhalten. Mit dem Schriftsteller Arno Schmidt: Es ist nicht so absurd, dass Gläubige es nicht glaubten oder Beamte täten. Wie gesagt, es gibt sehr kluge, sehr gute Menschen, die in der Bürokratie arbeiten. Es geht mir nicht um eine Kritik der Menschen, die dort arbeiten, sondern es geht mir um den Hinweis darauf, dass die Bürokratie einer bestimmten institutionellen Systematik folgt. Und dass diese institutionelle Systematik
schwerlich kompatibel ist mit einer freien Gesellschaft, wenn sie sich ausweitet und ausbreitet. Ein weiterer Aspekt sind die Parteien. Ich hatte das mit Hans-Herbert von Arnim schon angesprochen. Ihre Stellung in unserem politischen System ist zentral. Die Parteien werben die Legitimierung des politischen Systems bei Wahlen ein. Die Wahlvorschläge sind meist Listen von Parteimitgliedern, die gleichen wiederum internen Hackordnungen. Die Ernennung der Regierungschefs geht aus den Reihen der Sieger der Parteien und den Bestand an Parteiführern hervor. Der Parteieneinfluss erstreckt sich weit über die Exekutive, auch in die Judikative, über die Parlamente auf den Bundespräsidenten, in der vierten Gewalt, üben Parteimitglieder erheblichen Einfluss in den Beiräten der öffentlich-rechtlichen Medien aus. Zudem sind Parteien über die Parlamentsabgeordneten und die Parteieinrichtungen bedeutende Arbeitgeber für die politische Elite. Mitglieder erhalten lukrative Posten in der Bürokratie, in den Ressorts, in Verbänden, in Stiftungen, zuweilen in der Wirtschaft. Die Parteistiftungen haben alleine 500 Millionen Euro Etat zur Verfügung. Das ist schon ein erhebliches Pfund, mit dem sie wuchern können. Und es handelt sich, bis auf die Naumann-Stiftung, wenn ich recht informiert bin, nicht um Stiftungen, sondern um Vereine. Der Einfluss der Parteien erstreckt sich auch auf das staatliche Bildungswesen und über die Lehrerschaft auf alle Schularten. Und es ist nicht zu vergessen, dass in kommunalen Bereichen erheblicher Parteieinfluss herrscht. Insofern macht das Schlagwort die Runde von einer faktischen Parteienherrschaft. Was für unsere aktuelle Situation der Krise Demokratie sehr interessant ist, ist Anthony Downs. Und den möchte ich Ihnen auch aufschreiben, aber nur als sozusagen Stichwort. Anthony Downs hat sehr interessant eine ökonomische Theorie der Demokratie entwickelt. Worum geht es dabei? Verkürzt und einfach gesagt, in demokratischen Systemen gibt es eine Tendenz zur Mitte. Diese Mitte kann in der Mitte liegen oder sie kann etwas weiter links oder etwas rechts liegen, aber es gibt eine Tendenz zur Mitte. Im Laufe der Zeit ballen sich die Parteien alle in der Mitte und es entsteht eine Konkurrenz um die Wähler in der Mitte. Die Parteien gleichen sich immer mehr an, versuchen sich voneinander zu unterscheiden und das tun sie irgendwann mit Dingen, die für normale Bürger weitgehend abwegig sind. Mit Sozialutopien wie Genderismus, Rassismus und Ökologismus, die über alle anderen Themen gestellt werden. Was passiert, wenn sich die Parteien in der Mitte auftun? Es entstehen an den Rändern, an den sogenannten Extremen, große Lücken. Und wenn Sie sich die Entwicklung der Volksparteien in Deutschland anschauen und das Aufkommen einer ungeliebten Konkurrenz durch die Alternative für Deutschland, dann sehen Sie, dass dieses Modell sich relativ leicht auf diese Thematik anwenden lässt. Im Übrigen auch, was die vehemente Reaktion auf die neue Partei angeht. Die Frage ist, ob bei Wahlen tatsächlich so substanzielle Konkurrenz besteht. Wenn dieser Angleichungsprozess stattfindet, können Sie immer noch sagen, ja, die Wahlprogramme der Parteien unterscheiden sich. Wenn Sie ein Stück weit zurücktreten und das aus einer Krisenperspektive wahrnehmen, dann kommen Ihnen vielleicht Zweifel, weil die substanziellen Alternativen, dass man sich wirklich unterscheidet, doch sehr gering sind. Also ich finde mich beispielsweise als ziemlich konsequenter Liberaler in diesem Spektrum faktisch nicht wieder. Und ich weiß nicht, ob konsequente Konservative tatsächlich eine echte Heimat in dem aktuellen Parteispektrum haben. Ja, das Problem bei den Parteien, ähnlich wie bei der Bürokratie, ist, dass sich dort eine Hierarchie herausgebildet haben, in der Vereine auf Parteidisziplin und Linienkonformität achten, vielleicht meinen, achten zu müssen. Und sich hier auch die Frage der Parteienfinanzierung natürlich stellt. Hans-Herbert von Arnim hat die Problematik auf die Formel gebracht, Parteienherrschaft statt Volkssouveränität. Wenn wir bei der Bürokratie und bei den Parteien sind, dann folgt daraus, dass der Staat eine eigene Logik inne. Es ist interessant, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts, zumindest im liberalen Lager, klar war, dass der Staat die herausragende Bedrohung der Freiheit darstellt. Ein sehr interessanter Denker, den ich Ihnen hier auch empfehlen möchte. Ich
vielleicht auch kennen, Felix Omari, der sogenannte Rabe von Zürich, bekannt durch seine unglaublich zutreffenden Prognosen über große fundamentale Entwicklungen, Weltwirtschaftskrise, Ausbruch Erster Weltkrieg und viele andere Dinge. Der sogenannte Rabe von Zürich urteilte seinen Charakter, also der Charakter des Staates, als Zwangsorganisation und Kardinalgegner der Freiheit, ist von alters her bis zu Lenin unbestritten. Wenn man das etwas nüchterner betrachtet, dann schaut man darauf in institutioneller Perspektive beispielsweise und dann stellt man fest, dass der Staat nach dem Prinzip der Organisation funktioniert. Anders als die Gesellschaft, die eine spontane Ordnung darstellt. Organisationen sind das Ergebnis menschlicher Planung oder menschlichen Entwurfs. Der Staatsapparat ist nach erdachten Regeln und Vorschriften organisiert. Die werden von übergeordneten Personen festgelegt. Die Freiheit, das zu tun, was man möchte, ist teilweise auch stärker eingeschränkt. Nach dem Weisungsprinzip werden Aufgaben gegliedert, zugewiesen, von zuständigen Organisationsbereichen bearbeitet. Und das hat Auswirkungen auf Anreize, auf Leistungsfähigkeit, auf Effizienz, auf Innovationskraft. Immerhin hat der Staat im Verlaufe der Jahrhunderte seinen Status als irdischer Gott verloren. Die Angehörigen der Staatsführung sind in der westlichen Welt und auch darüber hinaus dem Recht unterworfen worden und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden worden. Das ist eine ganz wesentliche Errungenschaft. Und in dieser Vogelperspektive sollte es erlaubt sein, mal drauf zu schauen, wie es eigentlich mit dieser Unterwerfung unter dem Recht und dem Schutz der Bürgerrechte bestellt ist. Denn der Staat hat seine Existenzberechtigung und seine Aufgabe im Schutz der Bürger. Der Schutz von Leib, Leben und Eigentum im Innern und nach außen ist die herausragende und je nach Perspektive die einzige legitime Aufgabe, die dem Staat zukommt. Heute wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert und gar nicht angesprochen, dass die Existenzberechtigung des Staatsapparates allein darin besteht, die Lebensbedingungen der Bürger als ein Institutionengefüge zu verbessern. Das heißt nicht, dass er die individuelle Situation der Bürger verbessert und dass er deren Probleme löst, sondern dass er im Grunde genommen eine Art Rahmenordnung oder eine Infrastruktur bereitstellt, im Rahmen derer sich die Bürger bestmöglich entwickeln können. Und hieran sollten sich die Resultate und die Taten des Staates auch messen lassen. Damit sind wir bei der angesprochenen Public-Choice-Theorie. Ein wichtiger Vertreter, auch Nobelpreisträger, ist James Buchanan. Mit Gordon Tullock unter anderem ein wichtiges Buch geschrieben und hat die Funktionsweise von Staaten, das Regelsetzen, das Überwachen und Ausüben von Regeln, das Einhalten von Regeln, die Trennung dieser beiden Dinge, das Regelsetzen auf der einen Seite und das Einhalten und Überwachen von Regeln auf der anderen Seite hat er untersucht. Und diese Forscher haben eben seit 50 Jahren bestimmt, dass unter anderem auch den Egoismus und das Karrierestreben von Politikern und Bürokraten untersucht, aber auch das Wählerverhalten und den Mythos des rationalen Wählers. Und ein Ergebnis lautet, dass das Gemeinwohl regelmäßig das Wohl der eigenen Gruppe ist. Und per Stimmenkauf werden wechselnde Partikularinteressen bedient. Eine sich immer weiter ausdehnende Bürokratie schiebt sich zwischen die Regierung und die Bürger. Und im Grunde genommen ist diese Public-Choice-Theorie eine Theorie des Staatsversagens, die zahlreiche Aspekte herausarbeitet, wo es zum Staatsversagen kommt. Und ich habe vorhin angesprochen, dass es eine Reihe von kritischen Zitaten natürlich zum Zustand der Demokratie gibt. Ich möchte ein weiteres bringen, diesmal nicht von 2001. Die heute praktizierte Form der Demokratie ist zunehmend ein Synonym für den Prozess des Stimmenkaufs und für das Schmieren und Belohnen von unlauteren Sonderinteressen. Ein Auktionssystem, in dem alle paar Jahre die Macht der Gesetzgebung denen anvertraut wird, deren Gefolgsleuten die größten Sondervorteile versprechen. Ein durch das Erpressungs- und Korruptionssystem der Politik hervorgebrachtes System mit einer einzigen allmächtigen Versammlung mit dem Wortfetisch Demokratie belegt. Ein ziemlich krasses und ziemlich
deutliches Signal eines späteren Nobelpreisträgers. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1962 und beobachtet also, ist das Ergebnis der Beobachtungen aus dieser Zeit und aus der vorangehenden Zeit, und es stammt von Friedrich August von Hayek. Wenn wir auf den Staat abschließend blicken, finde ich es hilfreich, zwei grundsätzliche Anmerkungen zu machen. Das erste ist, der Staat funktioniert wie alle sozialen Institutionen nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wünschen, nur weil wir es uns so wünschen. Und das zweite ist, es gibt verschiedene Aspekte des Staates, die sich unterscheiden lassen. Im Englischen gibt es dafür drei Adjektive, die alle mit P beginnen. In Anlehnung an den Nobelpreisträger James Buchanan beschreiben sie drei Formen des Staates, die wir nicht alle sehen, geschweige denn schätzen oder uns wünschen. Einige von ihnen schon. Das erste auf jeden Fall. Das erste P ist Protective, Protective State. Das ist der schützende Rechtsstaat, der für Sicherheit sorgt. Das zweite ist schon umstrittener. Das ist der Productive State. Das heißt der Umverteilungsstaat, der den einen nimmt und den anderen gibt. Und weit darüber hinausgegangen ist inzwischen in der gesamten westlichen Welt über das, was die Bewirtschaftung öffentlicher Güter angeht. Und das dritte, das will wohl keiner, ist der Predatory State. Das ist der räuberische Staat, der die Bürger für seine Zwecke ausnimmt und in seinen milderen Formen mischt er sich in das Leben der Bürger ein und nudgt sie und gibt ihnen kleine Hinweise, was sie tun und lassen sollen. Also Protective State, Productive State und Predatory State als Unterteilung für das große Kollektivsymbol der Staat. Das Problem ist heute, um das zusammenzufassen, dass der heutige Staat in vielen Bereichen das Gebot der rechtlichen und gesellschaftspolitischen Neutralität gegenüber seinen Bürgern, die ihn doch berufen, um ihr Leben zu schützen, und zwar unter allgemeinen Rechtsgesetzen, keineswegs eine objektive Macht ist, um die Rechtsordnung zu erhalten, innerhalb derer sich die Bürger selber organisieren, sondern selbst einen Machtfaktor darstellt, der in Konkurrenz zu gesellschaftlichen Kräften auftritt. Im Grunde genommen handelt es sich darum, dass sie ein Spiel haben, nehmen Sie Fußball oder American Football, in dem es einen oder mehrere Schiedsrichter gibt. Und die Schiedsrichter haben bestimmte besondere Regeln und sie spielen in dem Spiel mit. Ja? Und da können Sie sich ausmalen, was für besondere Regeln diese Schiedsrichter haben, die mitspielen und für ihr eigenes Konto gewissermaßen spielen. Ja? So viel zu dem ersten Grundsatzteil und nun zu einer ganzen Reihe von Ideen, die ich anreißen möchte und die alle einer Vision eines freiheitlichen Staates folgen, den es teilweise gegeben hat, der teilweise skizziert worden ist, beispielsweise von Wilhelm von Humboldt in den Grenzen des Staates, von vielen anderen Denkern. Und ich möchte jetzt eben zu diesen Reformansätzen, zu grundsätzlichen Überlegungen zum Staat Gedanken äußern. Denn wo die Gefahr lauert, da wächst gewissermaßen auch, oder sprichwörtlich auch das Rettende. Und ich denke, dass die Bedingungen für einen freiheitlichen Staat klarer hervortragen. Man könnte zwei Entscheidungskriterien anführen. Das erste ist die Rechtmäßigkeit. Ein Staat muss auf Recht gebaut sein und nicht auf die Moral einer Gruppe. Nicht auf die Moral einer Gruppe. Das Recht der Freiheit ist ganz entscheidend, weil hier die Willkür des einen, das heißt die Freiheit des einen, mit der Willkür des anderen, das heißt mit der Freiheit des anderen, unter allgemeinen Rechtsgesetzen zusammengebracht werden muss. Das ist die Kantsche Imperativ, die Kantsche Logik. Also die Rechtmäßigkeit ist ein erstes entscheidendes Kriterium. Das zweite ist die Zweckmäßigkeit. Stets sind die Handlungen des Staates ja auch eine Frage der Nützlichkeit. Verbessern sie die Lebenssituation der Menschen, wenn der Staat respektive die ganzen Angehörige des Staates handeln. Und Zweckmäßigkeit heißt hier, dass die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die freien Menschen miteinander eine arbeitsteilige Zusammenarbeit eingehen, indem sie sich gesellschaftlich organisieren, indem sie in den Gemeinden sich austauschen, ob diese Rahmenbedingungen sich verbessern, um das Leben der Bürger zu unterstützen. Insofern sind wir hier bei einem Stichwort, das auf der einen Seite Zustimmung und Nicken, auf der anderen Sorgenfalten auf die Stirn treiben wird.
Es ist der Minimalstart, für den ich sehr zu haben bin, oder der minimalinversive Start. Warum? Weil gerade vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen und Probleme der Gefahr entgegengetreten werden soll, dass der Staat eben zu einer Macht wird, die über den Bürgern steht, statt zu einer von den Bürgern berufenen und beauftragten Institution, die sich an den Bürgern beruht. Das erinnert im Übrigen interessanterweise an Alexander Rüstow, einen der Begründer der Bundesrepublik, auch der sozialen Marktwirtschaft, der 1932 auf dem Verein für Sozialpolitik eine Rede gehalten hat und dort für einen neuen Staat plädierte. 1932, also in der Endphase der Weimarer Republik befinden wir uns, auf einen Staat, der stark ist, weil er zurückgenommen und auf sich selbst bezogen ist und nicht auswuchert. Sehr interessant zu hören, was Rüstow heute zu der Situation sagen würde. Also, das Ziel eines freiheitlichen Staates ist eine ganz bedeutende Aufgabe eines freiheitlichen Staates, ist es, die privatgesellschaftlichen Netzwerke des Rechts und des Wissens abzusichern. Volle Vorfahrt für das Privatrecht. Idealerweise kann der Staat eine Rahmenordnung für ein möglichst friktionsloses Problemlösen und Generieren von Wissen der Menschen absichern. Keineswegs löst der Staat selbst die Probleme. Das ist Aufgabe der Menschen, der Bürger, die in der Respublika miteinander verbunden sind. Der Staat soll nicht als leichter Quick-Fix-Akteur da auftreten und die Probleme lösen. Warum nicht? Weil er zentralisiert ist und wenn er zentrale Entscheidungen trifft, sind die Folgen eines Scheiterns viel, viel größer, als wenn das dezentral erfolgt und wenn die Bürger es selbst ersonnen haben. Und weil meines Erachtens in solchen komplexen und insbesondere die Bürgerschaften betreffenden Probleme die Bürger selbst viel besser wissen, als die Staatsbürokratie, was zu tun ist. Da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Bereiche. Wenn es um zentrale Aufgaben geht, wenn wir im Bereich Sicherheit, dann kann nicht jeder selbst für seine Sicherheit sorgen. Aber wenn es um konkrete Lösungen geht vor Ort, und ich habe das am Wochenende einer sehr interessanten Bürgerinitiative, die sich auseinandergesetzt hat mit der Berliner Senatsbürokratie, weil es da um die Ansiedlung von Flüchtlingen geht. Die waren keineswegs abgeneigt, Flüchtlinge aufzunehmen, aber fanden es absurd, dass in einem Stadtteil, der sehr bürgerlich ist, eine Art Lager errichtet wird, in denen 500 Menschen gebracht werden sollen, für die völlig unklar ist, wie lange die sich hier aufhalten, was mit denen geschehen soll, die keine Arbeitserlaubnis haben. Das Plädoyer war ein viel besseres, finde ich. Nehmen Sie statt 500, 250 bis 300, schaffen Sie Wohnungen und lassen Sie uns die in unserem Stadtteil integrieren, die Menschen, weil absehbar ist, dass sie lange Zeit hier bleiben werden. Ja. Also ich fand in der Diskussion es spannend zu erleben, wie begrenzt und wie festgelegt die Positionen der Berliner Bürokratie auf der einen Seite waren und wie hoch die Lösungsbereitschaft, die Kompetenz, das Aufeinanderzugehen dieser aktiven Bürgergemeinde war. Die Verfassung eines freien Staates ist ein ganz wesentlicher Punkt und die Grundlage, über die man sich an erster Stelle unterhalten sollte. Nun kann man sagen, wir haben das Grundgesetz, aber das Grundgesetz hat, ohne dass ich mich jetzt mit dem Grundgesetz intensiver auseinandersetzen möchte, eine ganze Reihe von problematischen Punkten. Und einer, ein abstrakter, ist, dass die Unterscheidung zwischen Recht, das unveräußerlicht ist, und den Gesetzen nicht scharf genug ist. Was meine ich damit? Der Liberalismus stellt zwei Rechte an die oberste Stelle. Das ist Freiheit und das Eigentum. Beide sind unverletzlich. Und wenn Sie nun Rechtsregeln mit Verfassungsrang aufstellen, in denen einerseits das Eigentum garantiert wird und andererseits Sie eine Sozialverpflichtung haben, dann haben Sie die große Einfallsklausel, um alle möglichen Eingriffe in das Eigentum vorzunehmen. Wenn das Recht nicht über den Machtansprüchen steht, die viele Vertreter auf privatem Gebiet wie auf staatlichem Gebiet haben, dann ist der Staat selber nicht zustimmungsfähig und sie kriegen eine fundamentale Kritik an den Staatsführungen hin und eine Legitimitätskrise. Sie erleben das in einer ganzen Reihe von Entwicklungsländern, ob in Afrika oder in Nahmittelost, wo sie diese intensive Auseinandersetzung haben, nehmen Sie den arabischen Frühling als Beispiel, wo diese Herrschaft des Rechts nicht durchgesetzt ist. Freiheit, Eigentum und Recht, und zwar Recht als unveräußerliches Recht, das man nicht im Notfall mal biegen kann, weil es einem gerade nicht passt oder weil es einfacher ist, in einer Eurokrise das Recht auszuhebeln, das führt zu einer Entwicklung, die sich mit dem Streben nach Fleischtöpfen kennzeichnen lässt. Die jeweilige Gewinnerkoalition,
die an der Regierung ist, die kann Umverteilung auf Kosten der Verlierer vornehmen. Und das ist hochproblematisch, weil sie dann ein Rennen bekommen an die Fleischtöpfe. Und ich habe eine Diskussion in Marzahn war es, glaube ich, gehabt, wo der Vorschlag der jungen Leute ganz klar war, ja, ist doch toll, wenn jeder mal gewinnen kann, dann sind wir ja auch mal die Gewinner und können uns bedienen. Das wäre doch super, jeder kommt mal dran. Ja, das kann ja nicht die Grundlage eines Rechtsstaates sein, dass jeder mal auf Kosten der anderen profitiert. Es muss darum gehen, dass wir ein Rechtssystem haben, das für alle gleich gilt. Und das bedeutet bei unterschiedlichen Menschen, weil wir alle so unterschiedlich sind, dass sie gleiche Rechtsregeln brauchen, denen alle unterworfen sind. Und dass sie nicht für jeden einen Unterschied machen. Das ist übrigens eines der großen Probleme der identitären Entwicklung, dass wir für bestimmte Gruppen bestimmte Rechts- und Gesetzesregeln finden, weil wir meinen, dass sie schützenswert sind. Bestimmte ausländische Gruppen, bestimmte Geschlechter, für die werden alle möglichen spezifischen Regeln eingeführt. Dann haben sie nicht mehr allgemeine Rechtsregeln, sondern sie haben Sonderrechtsregeln für einzelne Gruppen. Die treffen auch noch aufeinander und sie werden in der Anwendung und Fortentwicklung der Gesellschaft behindert, weil sie ständig an irgendwelche gesetzlichen Grenzen stoßen. Und außerdem gibt es natürlich ein Rennen darum, wer kriegt auch diesen Rechtsstatus, den andere schon erlangt haben. Deshalb ist beim Recht der Freiheit, das man vielleicht auch als Infrastruktur der Freiheit mit Daniel Zimmer verstehen könnte, ein Verbot jedweder staatlichen, nicht privaten, staatlichen Diskriminierung und Privilegierung verbunden. Das schließt explizit ein Verbot von Vorschriften über die vermeintlich richtige Lebensweise der Menschen, auch im Gesundheitsbereich und wirtschaftspolitische Eingriffe. Progressive Steuersätze sind kein Recht, das sich im Hinblick auf Gleichheit unter dem Recht rechtfertigen lässt. Subventionen auch nicht. Also es bleibt bei der wichtigen Forderung, den Wesenskern der Rechtsidee durchzusetzen. Ein weiterer Punkt sind Stärkung von Föderalismus und Subsidiarität. Das durchgehende Denken und Ausgehen von der Kommune, von der Gemeinde. Man kann da auch noch weitergehen und mit dem Schweizer Intellektuellen Robert Neef von Non-Zentralismus sprechen. Das heißt, dass sie nicht nur subsidiär, also von oben nach unten gewissermaßen denken oder so ein Stück weit von unten nach oben, sondern dass sie konsequent non-zentral denken. Das heißt immer von der Gemeindeebene und den Bürgern aus, nicht hierarchisch, nicht zentral und damit auch immer die Zuständigkeit auf der untersten Ebene suchen. Wenn da eine Problemlösung nicht funktioniert, können sie es auf die Ebene drüber geben und wenn es da nicht funktioniert, wird es aber auf die Ebene darunter zurückgegeben. Und dann bleibt das Problem eben auf der unteren Ebene, hart ist an der Lösung. Eine weitere wichtige Komponente ist die Stärkung der Partizipation der Bürger bei politischen Entscheidungen, einschließlich deren Kontrolle. Dazu gehören auch Volksbegehren und Volksabstimmungen. Sie sind nicht die Lösung für die demokratischen Probleme heute. Aber gerade die Kontrolle politischer Entscheidungen findet in völlig unzumaßendem Ausmaß statt. Und deshalb ist es essentiell, dass Entscheidungen, die große Tragweite haben, die von grundsätzlicher Natur sind, die Meinungen der Bevölkerung berücksichtigen. Ich würde nicht so weit gehen, obwohl ich gar nichts gegen den Brexit habe. Ich glaube, dass der viele positive Dinge für Großbritannien bringen wird, hier eine Entscheidung durch die Bürger durchführen zu lassen. Das sollte dann allerdings Verfassungsrang haben und eine Zweidrittelmehrheit haben und nicht so ein knappes Ergebnis sein. Das ist auch unklug, weil es die Konfrontation stärkt. Dann die Einführung eines echten Zweikammersystems durch die Vertiefung der Gewaltenteilung. Da werde ich gleich noch was dazu sagen, sodass man die Judikative stärken kann. Dann die konsequente Abtrennung der sogenannten vierten Gewalt vom Staat. Das heißt Meinungsbildung bottom-up statt top-down. Bedeutet auch Privatisierung der staatlichen milliardenschweren Fernseh- und Rundfunkindustrie. Es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, diesen Sektor noch in Staatshand zu halten. Ein Verbot eines schuldenfinanzierten Haushalts zur Unterbindung einer Selbstermächtigung des Staates. Wenn Sie das Staatswachstum begrenzen wollen, müssen Sie die Verschuldung begrenzen. Und zu solidem Wirtschaften anregen. Man kann sich da noch überlegen, inwieweit es da kurzfristige Ausnahmebedingungen gibt. Auch wenn sie privat tätig werden, gibt es eine Möglichkeit, sich zu verschulden und Kapital anzuziehen. Das kann man noch, diskutieren. Aber die Richtung, denke ich, ist klar. Ein anderer Vorschlag ist eine weitgehende Privatisierung der Sozialsysteme. Darin würde sich die Achtung der Freiheit und Autonomie der verantwortlichen Eigentümer ausdrücken, mit echtem Versicherungsprinzip und Kapitaldeckung. Es gibt sehr spannendes Verfahren aus Chile, das können wir nachher nochmal diskutieren, was sehr schön funktioniert hat.
Und ein Thema, das ich nur streifen kann hier, ich habe das auch in einer Publikation mit Thorsten Polleit behandelt, Geldreform. Da geht es darum, wer die Kontrolle über das Geld hat, der hat die Kontrolle über erhebliche Teile von Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht im Sinne einer direkten Steuerung, aber in dem Sinne, dass sie erhebliche Hebel der Macht haben. Und da stellt sich die Frage, ob das staatliche Zentralbanksystem tatsächlich die einzige und richtige Wahl ist. Und wenn Sie sich die Finanzkrise und die Negativzinsen und die Niedrigzinsen angucken, indem es eine klare Umverteilung und eine klare Privilegierung des Finanzsektors zulasten der Bürger gibt, dann lohnt es sich, über dieses Thema nochmal separat nachzudenken. Etwas anderes, was in großen Konzernen auch nicht existiert und in der Politik und in der Bürokratie kaum existiert, ist eine persönliche Haftung, die man sich für Politiker und auch für Bürokraten vorstellen könnte. Und Ziel all dessen ist es, die Selbstverantwortung und die Eigeninitiative der Menschen zu stärken. Paar Punkte dazu so ein bisschen angefüttert. Nonzentralismus, ich hatte es schon erwähnt, das ist kein Antizentralismus, das wäre Sezession, sondern es geht darum, eine Gesellschaft von den Wurzeln aus neu zu begründen, zu stärken. Nicht oben immer an den Blüten rumzumachen und vielleicht neue anzustecken, sondern gewissermaßen die Wurzeln zu gießen. Und eine Demokratie funktioniert nur, wenn sie auf unabhängige Menschen, gründet. Deshalb haben ja die Väter der sozialen Marktwirtschaft so viel Wert darauf gelegt, dass die Menschen Eigentümer werden. Und sei es, dass sie einen Schrebergarten haben, weil sie dann unabhängiger sind von Verführungen und Angeboten, die bestimmte politische Gruppen ihnen machen, um sie zu alimentieren, von denen sie dann aber wiederum abhängig werden. Also, Nonzentralismus, eine konsequente Fortentwicklung des Föderalismus mit einem Machtaufbau von unten nach oben, mit dem Lösen der vielen Probleme, die vor Ort anfallen, durch die Menschen vor Ort, und auch einer Bildung der öffentlichen Meinung von unten nach oben. Wenn Sie ein historisches Beispiel möchten für eine nonzentrale Selbstorganisation, dann denken Sie an die Hanse, ein außerordentlich erfolgreiches Netzwerk von Städten, die sich bürgerschaftlich organisiert haben, die in einem Rechtsverbund miteinander standen, die konkurriert haben miteinander und die dann allerdings in der späteren Zeit auch einen Niedergang erlebt haben, aber über 200 Jahre sehr erfolgreich bestanden haben und insgesamt etwa von 1150 bis vielleicht 1600 bis zum Dreißigjährigen Krieg, also über 500 Jahre existiert haben. Was das Zweikammersystem anbetrifft, da wäre der Vorschlag, eine echte zweite Kammer zu machen. Das heißt, sie bilden eine Kammer, in der der Bundestag ist. Der führt die tatsächliche Verwaltungsgeschäfte der Regierung, die normalen Regierungsaufgaben, die anfallen. Tägliche kleinere Gesetze und Verordnungen, die für das alltägliche Regierungshandlungen erforderlich sind. Und aus ihrem Ausschuss heraus wird eine Gruppe gebildet, die diese Geschäfte führt und die nennt sich dann Regierung. Und dann gibt es eine zweite, eine obere Kammer, kann sie zum Beispiel Senat nennen. Und dieser oberen Kammer obliegt es, das Rechtswesen einschließlich der Verfassung und der Nennung der Richter sozusagen zu entwickeln und fortzuentwickeln. Das heißt, die gewählten Politiker in der unteren Kammer im Bundestag bestimmen nicht über grundsätzliche Gesetze, nicht über Verfassungsthemen. Das macht diese große obere Kammer. Die beschäftigt sich damit, die besteht aus unabhängigen Personen, das ist natürlich der Wunsch, da gibt es einen kleinen Haken gewissermaßen dran, die auch nicht eine Parteizugehörigkeit haben dürfen. Da gibt es einen konkreten Vorschlag, da können wir auch noch drüber sprechen. Friedrich August von Hayek hat dann ein konkretes Modell vorgelegt, was man diskutieren kann. Ja, Bildung ist ein weites, wichtiges Feld. Es stellt sich die Frage, inwieweit dort der Staatseinfluss vorherrschen sollte. Wenn Sie daran denken, dass gerade in autoritären Systemen die Bildung einer der zentralen Pfeiler der Macht gewesen ist, dann können Sie in demokratischen Systemen oder in Systemen, in denen die Demokratie mehr oder minder in der Krise steckt, die Frage stellen, ob eigentlich die Lehrerausbildung staatlich sein soll, ob das Angebot weitgehend staatlich sein soll, weitaus überwiegend, ob nicht ein Bildungswettbewerb die bessere Alternative ist und ob nicht vor dem Hintergrund der Hirnforschung, die zeigt, dass Erkenntnis und Wissensstreben ein sehr individueller
interessengetriebener Prozess ist, wir nicht ein vielfältigeres Angebot von Bildung brauchen, das nicht so standardisiert ist, wie es heute ist. Und da gibt es dann viele Anregungen, die Thomas Fröhlich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob er auch mal hier war, in einem kleinen Band zusammengestellt hat, der vorne liegt, Bildungsfreiheit heißt der. Da gibt es einige Ansätze dazu, die wir auch noch diskutieren können. Die Privatisierung der öffentlichen Medien, ARD und ZDF, hatte ich angesprochen. Meines Erachtens ist es für einen freiheitlichen Staat auch unpassend, dass er Nichtregierungsorganisationen finanziert, beispielsweise Umweltverbände, Greenpeace über den EU-Haushalt. Auch die private Förderung von Kunst und Kultur sollte die Förderung sein, wie wir Kunst und Kultur erhalten. Und deshalb sind wichtige Einrichtungen wie Museen, Theater und Orchester mit Stiftungsfinanzierung an der richtigen Stelle und nicht durch die Auswahl von einigen wenigen Leuten, die bestimmen, was die richtige Kultur ist. Dafür brauchen Sie natürlich eine reduzierte Besteuerung. Und das haben Sie bei einem Minimalstaat natürlich dann auch gleich. Dann haben die Bürger nämlich mehr Geld übrig, um ihre ihnen am Herzen liegende Kultur zu fördern. Es gibt einige kleine technische Mittel, eine wirksame Schuldenbremse. In den USA ist das ganz gut untersucht. Dan Mitchell ist einer der Autoren, der sich viel mit Steuern und etwas beschäftigt. Da gibt es ganz einfache Mittel. Sie trennen Einnahmen und Ausgaben in zwei unterschiedliche Komitees. Dann machen die keine faulen Kompromisse mehr und damit senken sie die Staatsausgaben. In den USA gibt es außerdem Vetos der Gouverneure. Die haben Interesse daran, bestimmte Projekte, die hoch angesetzt sind, herabzusetzen. Die können die nicht abschaffen, wenn das ein Parlament beschaffen hat. Aber sie können sagen, nee, da werden nicht 4 Milliarden für ausgegeben, sondern nur 2. Das bremst zum Teil, aber eben nur auf dieser bundesstaatlichen Ebene, die Ausgaben. Sie können auch andere Regeln einführen, die jetzt relativ drastisch anmuten mögen. Im Moment angesichts der Steuermilliarden, die von Rekord zu Rekord eilen, scheint das nicht so dringend zu sein. Aber die Staatsverschuldung ist ja gigantisch hoch. Sie könnten Gehaltsabzüge von Entscheidern einführen. Also nehmen Sie an, wir haben eine Staatsverschuldung, die bei 1% des BIP liegt, dann führt das zum automatischen Gehaltsverlust von 20% derjenigen, die diesen Haushalt beschlossen haben. Und wenn es 2% sind, 40%. Überlegen Sie mal, wie sorgfältig die Menschen mit der Staatsverschuldung umgehen, die sie zu verantworten haben. Sie können auch ein automatisches Wiederwahlverbot einführen. Also ich will einfach mal ein paar kreative Ideen in die Debatte einbringen, um zu sagen, es ist nicht zwangsläufig so, dass wir auf einem Weg in eine Sackgasse sind oder auf einer abschüssigen Bahn sind. Es gibt durchaus Möglichkeiten. Dann ist ein wichtiges Thema eine politikökonomische Entflechtung. Ich hatte das mit der Finanzierung am Anfang angesprochen, dass sie anfangen, nicht die verschiedenen Ebenen miteinander in Verbindung zu bringen, um kommunale Projekte beispielsweise zu finanzieren. Oder sie finden an vielen Gebäuden eine stolze Plakette, ja, finanziert durch die EU. Die EU hat nichts finanziert, die Steuerzahler in den Ländern haben was finanziert und die EU hat es weitergereicht. Und dadurch, dass die EU daran beteiligt ist, sind wieder die Handlungsspielräume eingeschränkt. Es gibt eine Idee, einen erweiterten Bundesrechnungshof einzuführen. Der könnte nicht nur ökonomische Belange des Bundes kontrollieren, er könnte auch rechtliche Sachverhalte kontrollieren. Ja? Könnte gucken, ob die rechtlichen Bedingungen eingehalten wurden. Es gibt umfangreiche Literatur dazu, wie der Staat bestehende Steuergesetzgebung missachtet, und zwar bewusst und gezielt missachtet. Und das beispielsweise im Finanzministerium, so kann ich das auch nur der Literatur entnehmen, per Erlass bestimmte gerichtliche Entscheidungen ausgehebelt werden. Man habe sich nicht dran zu halten. Das sagen zumindest langjährig damit Beschäftigte. Sie können in der Antike Initiative und Beschluss voneinander trennen. Eine ganz wichtige Komponente, die ich sensationell interessant finde, ist das Einführen von Losverfahren bei Wahlen. Damit haben Sie diese Möglichkeit, Parteikarrieren durchzusetzen, haben Sie unterbrochen, weil ein Zufallsfaktor reinkommt. Und das ist ein etabliertes Verfahren in der Antike und in den italienischen Stadtstaaten, bei denen Sie eben nicht mehr alles durchplanen können und Ihre Mehrheiten schmieden können, weil per Losverfahren bestimmte Leute rausgenommen werden. Zum Beispiel gibt es erst eine Gruppe von 8 Leuten, die ausgewählt werden für 2 Posten später, und von denen werden per Losverfahren 4 aussortiert. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Wahlmöglichkeit in der zweiten Stufe. Und zuletzt die sogenannte funktional überlappende wettbewerbliche Jurisdiktionen. Was heißt das? Sie haben nicht nur den Wettbewerb zwischen verschiedenen Kommunen, nicht nur den Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländern, die eine eigene Gesetzgebung haben, die eigene Steuersätze haben, so wie wir das in der Schweiz immer schlechter, aber immer noch haben, sodass sie eigen wirtschaften können und den Bürgern ein Angebot machen können und die gehen ins eine Kanton oder ins andere Kanton, sondern sie können
Rechtsverordnungen überlappend übernehmen. So war das auch in der Hanse der Fall. Die Hansestädte waren ja Mitglied im Deutschen Reich und unterlagen gewissen gesetzlichen Regelungen dort. Sie konnten aber auch sich rechtlichen Regelungen von Schweden beispielsweise anschließen für bestimmte Teilbereiche. Und wenn Sie so die besten Regelungen aus verschiedenen Ländern miteinander kombinieren, dann haben Sie dort eine interessante Möglichkeit, aus den bisherigen Kalamitäten auszubrechen, weil sie nicht das ganze System reformieren müssen, sondern einfach nur Offenheit schaffen und man bessere Regelungen aus anderen Ländern übernehmen oder ausprobieren kann. Also, ich komme zum Schluss. Eine offene, freie Gesellschaft erneuert sich ständig selbst. Genauer, nur eine offene, freie Gesellschaft erneuert sich ständig selbst. Diese Entdeckungs- und Problemlösungsfähigkeit ist der eigentliche Grund für den Aufstieg des Westens nach der Aufklärung. Die Ordnung der Freiheit ist ein nicht zentrales Netzwerk zur Problemlösung. Und meines Erachtens resultiert die Krise des Westens aus kaputten Institutionen. Bürokratische Organisation tritt immer stärker an die Stelle einer flexiblen Ordnung. Wenn Sie es zuspitzen wollen, dann ist die zentralistische Expertokratie ein Typus des sowjetischen Modells der Apparatschiks. Und es wird ja vielfach schon Kritik geäußert, die mit Elitenkritik und Bonzen, die dort sitzen, aufmerksamen DDR-Bürgern, die Verhältnisse damals miterlebt haben, vor Augen führen, dass sich ganz andere Verhältnisse, aber auch irgendwie etwas ähnelnde Verhältnisse auch im Westen beobachten lassen. Zentralisierung bedeutet Konzentration von Macht, Ressourcen und von Fehlern. Und es bedeutet das Fehlen von Wettbewerb und Alternativen. Es ist ein Riesensystemrisiko drin. Wer dachte 1930 oder 32 an das Systemrisiko? Und die gesamte Macht war bei Hindenburg und seinen Beratern gepaart, die dann schließlich sich entschieden haben, Hitler zu ernennen. Es war keineswegs zwangsläufig, es war keine Machtergreifung, sondern es war eine Machterteilung, eine Machtübertragung. Das ist ein besonders drastisches Beispiel, aber in der Finanzkrise haben Sie natürlich, sagen wir mal, weniger emotional aufgeladene Beispiele. Wir brauchen also wieder eine Problemlösungsinfrastruktur. Der Staat reformiert längst die Gesellschaft, anstatt sich an ihr zu orientieren. Es gibt ja dieses Diktum, dann ist das nicht mehr mein Deutschland. Daran kann man vielleicht sehen, dass das, was Bertolt Brecht ja auch mal gesagt hatte, dass der Staat sich ein anderes Wahlvolk, die Regierung ein anderes Wahlvolk sucht. Karl-Heinz Ladeur hat das sehr schön ausgearbeitet in dem Staat gegen die Gesellschaft. Ich werde ihn noch anführen. Und wenn ich also ein Plädoyer aussprechen möchte, dann wäre das zurück zum menschlichen Maß, stutzt den Riesen, Lob der Kleinheit, small is beautiful, lernende Systeme sind keine gigantischen hierarchischen Apparate. Das Individuum ist das Maß aller Dinge, nicht irgendeine kollektive Größe. Und deshalb brauchen wir ein dezentral gegliedertes Europa und ein dezentral gegliedertes Deutschland mit Maß und Mitte, auch als Konföderation. Und ich denke, dass es auch eine der Lehren, der ordnungspolitischen Lehren der Geschichte ist, die leider eine gute Lehrerin mit überaus schlechten Schülern ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.